Juhu, er ist da, der erste Patch, das erste dicke Update für Civilization 6. Da spielen wir jetzt natürlich auch. Nicht nur Civ 6, wir spielen auch das Update. Das ist nämlich, Gott sei Dank, Safe Game kompatibel. Wir können also die Mission Mars fortsetzen. Fast alle Änderungen des Patches werden übernommen. Eine Ausnahme allerdings gibt es dabei. Das Spiel minimiert die Verstimmung bei anderen Zivilisationen dann, wenn ein Volk besonders kriegerisch aufgetreten ist und viele Kriege angezettelt, viele Städte erobert hat. Da reagiert jetzt der Rest der Staaten, der Staatsoberhäupter nicht mehr ganz so nachtragend wie bislang. Diese Änderung wird leider nicht übernommen bei einem laufenden Spiel. Und das ist schade. Das ist ja mal schade, insbesondere halt für uns Küten. Denn ihr habt das vielleicht mitbekommen, dass ich nicht die allerfriedlichste Spielweise an den Tag gelegt habe. Da muss ich jetzt durch. Kleiner Vorteil für Piero Parker, glaube ich. Alles andere wird übernommen. Und das heißt zum Beispiel, schaut euch das mal an, dass hier die Ressourcen endlich übersichtlicher sind. Luxusgüter, die Annehmlichkeit bringen, wie hier Räucherwerk, kann man besser auf der Karte finden. Die sind lila unterlegt. Roter Hintergrund für die strategischen Ressourcen wie Pferde-Icons hier, Bonusressourcen gelb, eine Fülle von Änderungen. Die wichtigsten davon findet ihr beschrieben, analysiert, auseinandergepflügt von Piero Parker und mir in einem Infovideo. Den Link darauf packe ich in die Textbeschreibung dieses Videos. Ganz am Ende des Videos blende ich aber auch das Thumbnail als Link ein auf dieses Infovideo. Da könnt ihr dann draufklicken und wenn ihr wollt, euch diese Analyse euch anschauen. Was das alles im Detail bringt, ist dort erklärt. Auf ein paar Sachen gehen wir im Laufe des Spiels hier sicher auch noch ein, weil es ein paar Änderungen auf unsere Spielweise auch bringt. Ein bisschen. Da muss ich schwere Abbitte leisten. Ich habe andauernd die Stadt falsch ausgesprochen. So viele Leute haben sich beschwert, mit Fug und Recht. Ich sage gar nicht mehr, wie ich es ausgesprochen habe. Es heißt Cincinnati. So heißt es korrekt. Peinlich. Asche auf mein Haupt. Asche. Cincinnati. Gehört bald uns. Hoffe ich mal. Will ich mal schwer von ausgehen. Dann habe ich eine Sache die ganze Zeit falsch erklärt, ist mir auch aufgefallen. Ah, stimmt gar nicht. Ich habe zwei Sachen falsch erklärt. Danke an die Zuschauer, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Das eine ist, da haben allerdings auch viele Spieler lange drüber gerätselt und das ist noch nicht so lange bekannt, wie die Entwickler das jetzt genau geregelt haben. Das mussten die User erstmal rauskriegen international. Das ist die Frage, wie das eigentlich genau funktioniert, wenn Bezirke immer teurer werden im Laufe einer Partie. Dass die Baukosten steigen, klar, aber wovon hängt das ab? Ich habe immer gesagt, das hängt sicher von der Zahl der Städte ab oder von der Zahl der gebauten Bezirke. Haben viele andere auch gemutmaßt. Es ist ganz anders. Es hängt obskurerweise, muss man erstmal drauf kommen, ist leider nicht in-game dokumentiert, hängt es zusammen mit der Forschung. Und zwar sowohl mit der naturwissenschaftlichen Forschung als auch mit der Sozialwissenschaften, also mit beiden Forschungszweigen. Da gibt es eine ganz komplizierte Berechnungsformel, wie das genau wirkt und wann was mehr ist. Und insofern ist das für uns ein bisschen auch Pech, weil wir im Vergleich zu Piero Parker viel, viel mehr Kulturpunkte generiert haben schon. Und wir sind viel weiter im Ausrichtungsbaum als er. Und dadurch werden unsere Bezirkskosten auch immer viel, viel teurer. Bei der naturwissenschaftlichen Forschung haben wir mittlerweile so nicht komplett aufgeholt, aber wir hinken nur noch ein bisschen hinterher. Da haben wir etwa Waffengleichstand bei den Baukosten für die Bezirke. Aber dadurch, dass wir hier so weit vorangeschritten sind in der Kultur, müssen die Bezirke tüchtig zahlen. Wobei es, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Sache gibt, die spielt uns in die Hand. Wenn man einen Bezirk einmal gesetzt hat, dann sind die Baukosten sozusagen abgespeichert im Programm. Das Blöde ist natürlich, ich könnte jetzt bei Gründung einer Stadt alle möglichen Bezirke schon mal überall hinsetzen, sofern es das Bevölkerungslimit auch dazu passt. Man kann ja nicht in einer Zwei-Bürger-Stadt 5 Bezirke bauen beispielsweise. Aber so einen ganz, ganz kleinen Maßstab geht das, dass man die frühzeitig hinsetzt, auch wenn man die dann noch nicht baut. Aber da muss man immer so ein bisschen tricksen. Zweite Änderung oder zweiten Fehler, den ich gemacht habe, und das ist schon einer da, der wurmt mich jetzt schon. Ich habe die ganze Zeit das falsch erklärt, wie das funktioniert mit den, wie die Fabriken aus den Industriegebieten und auch wie die auf andere Städte wirken. Ne? Also was korrekt ist, wenn man ein Industriegebiet einmal gesetzt hat, und da eine Werkstatt draufsetzt und dann später eine Fabrik draufsetzt, dann gibt die halt einen extra Bonus, der auch in anderen Städten wirkt. Aber, das wird anders ausgerechnet, als ich das erklärt habe. Konkretes Beispiel. Hier steht ja jetzt ein Industriegebiet bei Rom. Und ich habe gesagt, 6 Felder weit gilt die Fabrik, die da steht.
Nur habe ich das ausgezählt von der Stadt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Das stimmt aber leider nicht. Das heißt, konkretes Beispiel hier die Stadt Ravenna, westlich von Rom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder von Rom entfernt. Nach meiner Berechnung müsste hier eine Fabrik bei einem Produktionsboni angezeigt werden. Da steht aber nichts an im Tooltip, weil das Industriegebiet hier östlich von Rom platziert worden ist. Und das sind dann halt 8 Geländefelder, ist die Stadt entfernt. Umgekehrt, dadurch, dass ich die weiter hier im Osten platziert habe, die Fabrik, geht die dann auch, hat die auch weiter im Osten Einfluss, ist trotzdem ein bisschen doof. Auch deshalb, weil zum Beispiel das Industriegebiet, das ich bei Changsha gepflanzt habe, ich sehe es gerade im Augenblick nicht, entsteht es hier. Genau, hier entsteht es. Auch 6 Felder entfernt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganz knapp reicht es nicht bis Rom. Das ärgert mich maßlos, denn ich hatte Rom, Changsha und Longxi, diese 3 Städte, die wir an einer Perlenkette aufgeschnürt hier liegen, zu meinen Raumbasen erklärt. Für den Raumschiffsieg, für den wissenschaftlichen Sieg, da wollte ich die ganzen Module für die Mission Mars bauen, und dass jetzt dieses Industriegebiet hier Rom nicht boostet, das ist bitter. Eine Sache habe ich in dem Zusammenhang auch falsch erklärt, aber das freut mich jetzt eigentlich sogar schon. Zu meiner positiven Überraschung nämlich sind die Effekte durch diese Fabriken, können die gestackt werden, die können aufaddiert werden. Das heißt, wenn man rund um Changsha jetzt meinetwegen mehrere Fabriken hat, die Changsha fördern könnten, dann gilt nicht nur ein Fabrikbonus, sondern mehrere. Jede einzelne Fabrik im Umfeld von 6 Geländefeldern um dieses Stadtzentrum herum gibt einen Produktionsbonus. Da kann man hübsch mit tricksen. Das finde ich gut. Soweit hierzu. Das war mein kleiner Vorspann hier. Und jetzt wollen wir uns weiter kümmern um das Spiel. Pokrovka, unsere Hauptstadt. Ich überlege mir sogar, ob ich einen Campus hier hinsetzen sollte oder ein Weltwunder bauen. Weltwunder, einen Joker-Politikplatz. Hier haben wir hohe Produktionswerte. Das ist eigentlich ganz gut. Einheiten bauen im Augenblick ist nicht unbedingt nötig. Handwerker, Händler. Ich könnte mir überlegen, nochmal einen Handwerker und schauen, ob ich die Urbanisierung in einer Runde, wie ich damit umgehe, Blick in den Ausrichtungsbaum. Nein, dann kann ich hier Wohnviertel bauen. Und deshalb habe ich hier die Urbanisierung erforscht. Wohnraum ist kurz im Keller. Das heißt, ich baue hier einen Handwerker an. Das ist aber auch schon alles. Ich würde gerne gucken, ob ich hier irgendwie im Osten noch durchkomme. Eher hier unten. Hier unten rum. Das mache ich. Das ist eine gute Idee. Ich fahre hier hin. Mit dem Scout, mit dem Speer. Versuche dann hier so einen Bogen zu machen. Dann vielleicht. Und hier habe ich schon alles aufgedeckt. Hier endet der Kontinent auch. Ich muss hier irgendwie versuchen, hier eine Lücke zu finden, hier einen Durchschlupf zu finden. Oh, hier muss ich aufpassen. Der kann schnell drauf gehen. Oh, oh, ein Schwertkämpfer. Hier sind wir auf der Quecksilber-Ressource, Luxusgut angeschlossen, Mine gebaut, alles bestens. Was ich sehr hübsch finde, ich weiß nicht, ob das vorher schon so war, dass man die Anzahl der Ladungen, die eine Einheit hat, jetzt an der Anzahl der Handwerker sehen kann. Ich weiß nicht, ob das vorher schon war, fällt mir auf jeden Fall jetzt erst auf und finde ich hübsch. So, wir haben John Spilsbury. Wenn der auf einem Handelszentrum steht und sich auflöst, ich setze ihn mal hier hin, dann bekommen wir eine weitere Annehmlichkeit, nämlich ein Spielzeug, das uns 4 Annehmlichkeiten bringt, wo auch immer. Klasse. Spielzeug, das ist wahrscheinlich Civ. Die Leute können jetzt überall Civilization spielen. In der Zeit sind wir hier am Beginn der Moderne, möglicherweise als Brettspiel noch, aber man nimmt ja alles mit. Changsha, ein Händler, hier wollten wir in Changsha was fördern? Es liegt mehrere Tage zurück, dass ich hier gespielt habe. Produktion, genau, um hier ganz viel zu bauen. Ja, Produktion muss hier gebaut, gefördert werden. Und dann schnappen wir uns den Händler.
Schauen mal, was hier das meiste bringt. Ah, das ist gar nicht so dolle hier. Banza Kongo 3-3. Kann ich machen. Ist nicht allzu weit unterwegs. Wäre durchaus eine Möglichkeit. Wie sieht das aus mit den internationalen? Die habe ich ja noch nie genutzt. Kalkutta, Chennai, 777, Washington natürlich. Na, als ob ich mit den Sumerern handeln wollte. Obwohl, es wird verdammt viel Gold bringen. Meine Güte. Sansibar. 12 Gold bei uns um die Ecke. Wissenschaft, leider nur 2 nach Genf. Aber ich lasse den mal hier und hole mir die 3 Produktionen. Forscher hier, Kostromskaja. Brauchen hier dringend mehr Wohnraum. Kein Wunder, dass der Nahrungsüberschuss so minimal ist und brauchen auch dringend. Ja, der hat vorher schon hier Produktion hingeschafft. Da werden wir wieder den entsprechenden einsetzen. Kann es sein, dass die Boni jetzt weniger sind durch die Bezirke? Ich habe das Gefühl, es ist weniger geworden. Ich glaube, da wurde vorher mehr ausgeschüttet. Oder werfe ich hier? Oder irre ich mich hier? Einen Blick in die Handelsübersicht mal. Nach Rom 3 war das vorher nicht mehr. Nirgendwo mehr als 3 bei den bestehenden, bei der Produktion. Ich erinnere mich, hier war bei der Nahrung teilweise bis zu 5. Ich habe die Changelog-Liste der Änderungen durch den Patchen jetzt nicht da, aber ich habe den Eindruck, auch das wurde ein bisschen eingedimmt. Das ist für uns natürlich nicht so gut, weil wir hatten unsere Politik doch sehr danach ausgerichtet, dass wir viele interne Handelsrouten bauen und nutzen. Xi'an 2-3, Banza Kongo 3-3, das ist weniger geworden. Hier bremsen wir diesen Siedler aus. Ich lasse den mal an Ort und Stelle stehen. Ein Siedler der Inder. Da holen wir uns erstmal Verstärkung mit diesem Schwerträger. So, und jetzt sind wir in Cincinnati und wollen die Stadt ja erstürmen. Hier ein amerikanischer Speerkämpfer, der ist abgehauen. Hier noch die restliche, die fehlende Ami-Stadt. Und unser Rambock steht hier, alles bestens. Ein Angriff hier. Halten wir mal eins vor. Nutzen den vollen Angriff. Kommen wir in einer Runde durch. Versuchen es. Sicht auf die Beförderung. Wenn es der Reiter dabei draufgehen wird, nämlich. Oh, es hat geklappt. Cincinnati gehört uns. Wunderbar, zauberhaft. Und wir können sofort schießen. Den Bug gibt es leider immer noch, dass man zweimal draufklicken muss. Wir fahren hier auf den Ami. Sehr schön. Stadt behalten.
Was gibt es für Bezirke in der Heilige Stätte? Monument reparieren, Wohnraum reparieren. Hier gibt es echt ein schweres Wohnraumproblem. Achtung, die Ramme steht hier solo. Wenn ich die behalten will, dann sollte ich hier ein bisschen aufpassen. Einmal hier hin. Na, das könnte knapp werden. Dann gehe ich mit dem hier hin. Er hält auch Beschüsse aus, falls er von hier angegriffen werden sollte. Das schafft er nicht mehr, aber der gibt einen Flankierungsbonus. Ja. Dass die Ramme hier solo steht, ist nicht so schlimm. Ich ziehe die sogar eins vor. Dann haben wir hier einen Handwerker, der kann schon damit beginnen, Reparaturen durchzuführen. Da gab es heftige Diskussionen darüber in den Kommentaren auf YouTube, ob das so klug ist, dass ich so viel plündere, weil die mittlerweile sind die Plündererträge gering, weil ich keine entsprechenden Politikkarten benutze und weil ich auch so weit fortgeschritten schon bin im Spiel, dass das nicht mehr so ins Gewicht fällt und man müsste doch danach erstmal alles mühsam reparieren. Insbesondere bei den Luxusgütern sei das schade, weil dann halt mehr Runden lang bis zur Reparatur die Annehmlichkeiten noch nicht da wären. Ist eine plausible Argumentation. Man kann auch genau umgekehrt argumentieren halt. Man nimmt jeden kleinen Vorteil mit und ob jetzt ein Unterhalt in Kauf, dass das ein, zwei Runden, drei Runden braucht, bis sie wieder repariert werden, kann man, finde ich, beides gut erklären, gut begründen. So, jetzt haben wir erstmal das Barbarenlager ausgehoben. Oh, den Kollegen hier mal ein bisschen einkesseln. Mal wieder Flankierungsboni genutzt. So, und wie schnell kommen wir da unten hin? Ich setze mal eine Runde aus. Dann halt er auch ein bisschen. Den warte ich mal an Ort und Stelle ab. Einmal heilen, bitte. Ein Handwerker. Mit zwei Ladungen, zwei Männchen. Haben wir hier einen Handwerker? Nein. Haben wir hier einen Handwerker? Bei Baltimore auch nicht. Wenn ich richtig sehe, nicht. Doch, hier links ist einer. Der kommt zum können wir auch gleich zum Reparieren hier hinschicken. Dann nehmen wir den Kollegen hier. Also reparieren kann der hier auch alles. Wir könnten hier zum Beispiel den Regenwald roden und dadurch beschleunigen. Handelszentrum in 4. Hier steht auch ein Regenwald. Oh, der bringt uns aber eine Menge Produktion hier in der... Dann lieber hier eine Mine. So, hier sind wir im... beziehungsweise den Franzosen unterwegs. Und Handelswegkapazität erhöht. Wir können einen weiteren Händler bauen. Stadt-Stadt-Quest ab. Oh, wie schön. In Jerusalem. Ein weiterer Gesandter hier.
Glaubenspunkte. Naja. Die Stadtstadt Hattusha wurde von wem auch immer aus dem Spiel genommen. Eine Runde war... Achso, was ich gerne noch machen würde, mit euch mal checken. Ich hatte ja zuletzt die Forschungslabore freigeschaltet, ob wir die irgendwo jetzt schon bauen können. Die sind zwar teuer, 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 bringen aber viel Forschung, Forschung, Forschung. Hier. Das sieht aber... Hier ist ein Campus und hier entsteht auch ein Forschungslabor. Okay. Steht das in der notwendigen Geschwindigkeit? Ah, da kann man nicht mäkeln. Alles im grünen Bereich hier. Hier entsteht der Campus erst. Dito. Bibliothek entsteht hier. Hier ist in zwei Runden Industriegebiet fertig. Hier ist eine Werkstatt in zwei Runden fertig. Da gehe ich auch nicht ran. Achso, hatte ich das schon erwähnt? Auch ein Fehler, etwas, was ich falsch erklärt hatte, was mir jetzt erklärt worden ist. Vielen lieben Dank, gebe ich gerne weiter. Ich brauche in einer Stadt, die durch die Fabrik eines anderen Industriegebietes geboostet, unterstützt werden soll, brauche ich selber kein Industriegebiet, keine Werkstatt. Das heißt, hier in Longxi, oder sagen wir mal hier in Changsha, hier wird der Bonus durch die Fabrik, plus 3 seht ihr rechts unten, schon angezeigt, den man hier bekommt durch die Fabrik im Industriegebiet von Rom. 1, 2, 3, 4, 5. Changsha wirkt das. Und das, obwohl hier noch gar kein Industriegebiet steht. Also hier greife ich nicht ein. Das sind ja nur wenige Runden. Hier ist noch kein Campus da, da auch nicht. Hier entsteht ein Forschungsgebiet, gerade erst ein Campus. Hier, da wäre das möglich. Hier ist ein Handwerker auf 5. Da stellen wir lieber ein Forschungslabor ein. Und stellen fest, das dauert lange. Auch eine Neuerung hier durch den Patch, finde ich sehr hübsch. Hier wird endlich eine vernünftige Anzeige eingeblendet, wie wenn man hier Bürger reinsetzt. Vorher gab es da nur so freischwebende Ziffern im Raum. Jetzt ist das hier durch ein kleines Schild unterlegt. Man kann gucken, wie viele Bürger arbeiten hier, wie viele Bürger... können ja maximal arbeiten. Konnte man auch vorher ablesen, da war das aber ganz, ganz blöd, wurde das angezeigt. Jetzt viel deutlicher. Und die Bürger, die dort arbeiten, bringen halt Forschungspunkte. Auch das ist neu durch den Patch, finde ich klasse. Es wird angezeigt, welches Feld das nächste ist bei einer kulturellen Ausdehnung. Sehr, sehr hübsch. Völlig überfällig. Gab es auch schon bei Civ 5. Es war im Nachhinein ein Rätsel, warum die Entwickler das hier nicht schon zum Release reingepackt hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwierig war, das da mit reinzunehmen, diese Anzeige. Den nächsten Bürger in 2 Runden, ja, danke ich mal. Viele tolle, hier muss dringend ein Handwerker hin. Merke ich mir mal, nach dem Banza Kongo einen Handwerker schicken. Hier entsteht eine Uni, Voraussetzung fürs Forschungslabor. Und hier entsteht gerade auch eine Uni. Das heißt, alles im grünen Bereich, eine Runde weiter. Hier bauen wir einen Steinbruch. So, hier haben mehrere Zuschauer mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich diesen Scrollbalken hier bei den Angeboten der Computergegner oft übersehe und denke, das sind nur die ersten 3 Angebote, die man hier macht. Hier bringt das Runterscrollen wenig. Der ist auch ein bisschen blöd farblich. Also der ist wirklich jetzt nicht so spektakulär, dieser Scrollbalken. Insofern verzeihe ich mir das mal, dass ich den manchmal übersehen habe. Entschuldigt bitte. Man bietet uns an offene Grenzen, dann könnten wir besser erforschen, aber gleich 2 Annehmlichkeiten, 8 Annehmlichkeiten durch 2 Luxusgüter aufgeben. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich könnte handeln, aber ich könnte selber offene Grenzen anbieten.
32 Gold 30 Runden lang zahlen. Tschüss. Diese Deutschen. Schlechte Händler. Verlangen einfach viel zu viel. Ja, das war klar. Unser Scout wird angegriffen. Ja, das hat er nochmal gepackt. Eure Exzellenz, ich habe das Wohnviertel mit größerer Wir können Wohnviertel bauen. Die Industrielle Revolution und das Wachstum urbaner Dichte haben zu einem Gefühl der Anonymität geführt. Darauf freue ich mich, da habe ich lange hingearbeitet, Wohnviertel bauen zu können. Neues Feature, falls ihr Civ 6 noch nicht kennt, werdet ihr es gleich bestaunen können. Die beiden Karten, die wir bekommen, 50 Gold pro Anziehungskraft von Geländefeldern bei Ersatz von Farmen durch Wohnviertel. Und mehr Wissenschaft durch Militärakademien und Seehäfen, von denen wir, glaube ich, in Summe null haben, kann das sein. Insofern mäßig interessant. Aber die Wohnviertel, die wollen wir auf jeden Fall bauen und die können dann auch unser Wohnraumproblem lösen. Die bringen umso mehr Wohnraum, je hübscher die Wohngegend ist, also je hübscher das Geländefeld ist, wo man die hinsetzen will. Dazu gibt es eine spezielle Maske, die man über die Karte legen kann. Gucken wir uns gleich an. Politik ändern müssen wir gleich auch dran denken. Zuerst wollen wir die mal in die Bauaufträge reingehen. So, hier in Kuloba können wir das gleich machen. Ein Wohnviertel bauen kostet 18 Runden, je nachdem, wo wir es hinstellen. Und das hier ist die Übersichtskarte. Die kann man auch hier links so anzeigen lassen. Je grüner, desto hübscher. Je roter, desto doofer. In der Nähe von einem Industriegebiet zum Beispiel wollen die Leute nicht leben. In der Nähe von einem Weltwunder wollen die Leute leben. An Klippen leben die Leute auch sehr, sehr gerne. Also dort an der Küste, wo Klippen eingezeichnet wird, das mögen sie auch sehr. Da gibt es spezielle Vorlieben und Abneigungen halt. Wollen wir gleich mal ein Wohnviertel uns anzeigen lassen, damit die Stadt auch weiter wachsen kann. Kanalisation könnten wir auch bauen als Gebäude, aber schaut euch das mal an. Bringt ein plus 2 Wohnraum, dauert 20 Runden, 18 Runden. Wohnviertel, wir wären ja bescheuert, wenn wir das nicht nutzen würden. Das bringt ja gleich 5. Das können wir auch setzen auf Dschungel drauf. Das finde ich eine ganz nette Idee. Aber hier oben wird es natürlich am meisten bringen. Jetzt gucken wir mal kurz, ob wir damit eventuell, gehen wir mal auf Nummer sicher, nicht auch Pokrovka möglicherweise ein tolles Wohnviertel wegschnappen würden. Aber die haben auch selber 5er Plätze hier. Das ist alles im grünen Bereich hier. Genau. Dann setzen wir daneben, ist ein Industriegebiet. Da setzen wir das auf jeden Fall hier hin. Der Regenwald ist dann futsch. Na, dann hätten wir ihn vorher fällen sollen. Das hätte uns mehr gebracht. Dann wird der Regenwald doch entfernt. Das könnten wir natürlich auch. Wir könnten uns das hier wegnehmen. Und den dann hier hinsetzen. Plus 5. Alternative wäre, die haben wir ja andere 5er-Gebiete. Könnten zum Beispiel einen direkt davor setzen. Könnten dann die Farm entfernen. 50 Gold bekommen mit der Karte, das ist allerdings nicht viel. Also auch hier sehe ich keine so spektakulären Geländefelder. Hier unten 6. Ja, doch. Oh, das ist sogar mehr als spektakulär. Einmal kaufen, aber 6 Wohnwert, das wird sich doch voll lohnen. Das mache ich. Blick hier drauf, welches Geländefeld ist das, was die als nächstes sich holen will. Die Stadt, das hier. Das heißt, abwarten bringt es auch nichts. Wir gehen hier also rein. Und setzen hier ein Wohnviertel hin. Und hier in Pokrovka, das Wohnviertel,
setzen wir hier hin. Damit boosten wir gleichzeitig das Handelszentrum hier möglicherweise. Das wird ja auch durch Wohnviertel, durch Bezirke gestützt, allerdings nur durch jedes zweite, das daneben ist. Ich glaube, da müsste noch eins dazukommen. Ist hier ein Hafen? Noch nicht. Wenn wir hier einen Hafen hinsetzen, dann wäre das so. So funktioniert das im Prinzip mit den Wohnvierteln. Hier entstehen die jetzt. Und alles Weitere zeige ich euch dann zum Auftakt der nächsten Folge. Wie versprochen, blende ich ein das Video, das Infovideo zum Patch, das Piro Parker und ich gemacht haben. Bei ihm dauert es ein Weilchen. Er hat ein paar Folgen vorproduziert, bis er mit dem neuen Patch spielen wird. Da werdet ihr noch ein paar Videos lang, ich glaube es sind noch drei Videos lang bei ihm das alte Civ 6 erleben. Und dann wechselt auch er auf den neuen Patch. Macht's gut, bis bald, tschüss.